In der vergangenen Saison, da schrammten die U19-Fußballer von Eintracht Norderstedt nur ganz knapp am Aufstieg in die A-Jugend-Bundesliga vorbei. Am Ende wurden sie Dritter in der Regionalliga Nord. Gerade im Jugendfußball, da kann sich das Blatt aber auch ganz schnell wenden, aus Altersgründen. Da haben nämlich viele Spieler die Mannschaft im Sommer verlassen, die dann ganz neu zusammengestellt werden musste. Nach 6 Spieltagen sind die Norderstedter Vierter und hatten am Wochenende den Tabellennachbarn JFV Bremerhaven zu Gast. Eintracht Norderstedt ganz in Rot hatte die erste echte Torchance der Partie, aber Castriot Alia scheitert am guten Lukas Katharius im Bremerhavener Tor. Kurz darauf glichen die Gäste im Vergeben bester Möglichkeiten aus, als Ali Al-Atate Martinez den Ball übers Tor setzte. Es war ein ganz munterer Kick, in dem der Ball dann in Minute 23 zum ersten Mal im Norderstedter Tor lag. Fabio Matos Campota hieß der Torschütze für den Jugendförderverein Bremerhaven, der sich anschließend von seinen Kollegen feiern ließ, während die Laune bei Eintracht-Trainer Thomas Bohlen immer frostiger wurde. Also wir haben nicht das umgesetzt, was wir gesagt haben, dass wir halt auch aggressiv in den Spielen, in den Zweikämpfen sind und dann auch versuchen, vernünftig sauber nach vorne zu spielen. Es ist in erster Halbzeit gar nicht gelungen, machen dann auch noch so einen dummen Fehler zum 1-0. Ja, dann liegst du halt hinten und dann, wenn es dann nicht so richtig läuft, dann ist es immer schwierig, dann nochmal gegenzusteuern. Norderstedts Trainer nahm sein Team aber auch gleich in Schutz, denn im Sommer kam es an der Ochsenzoller Straße zum großen Umbruch. Viele Spieler verließen den Club, neue kamen hinzu, sodass die Truppe mit der des Vorjahres gar nicht mehr vergleichbar ist. Es ist eine komplett neue Mannschaft, das muss man einfach so sehen. Wir haben jetzt an den ersten 11 stand, glaube ich, einer, der letztes Jahr Regio gespielt hat hier. Der Rest kommt alles aus anderen Vereinen, komplett zusammengewürfelt. Wir hatten halt auch einen relativ großen Aderlass, weil auch viele rausgegangen sind, weil alter Jahrgang waren. 4 sind zu Niendorf gegangen in die Bundesliga. Und dann haben wir natürlich jetzt komplett neu aufbauen müssen. Zweite Halbzeit, Bremerhaven jetzt von rechts nach links. Und da wurde es auch gleich richtig gefährlich, denn Ali Al-Atate Martinez umkurvt Eintracht-Schlussmann Tom Robin Neumann und schiebt überlegt ein zum 2:0 für den JFV. Gespielt waren da gerade mal 49 Minuten. Wenn es dann nicht so richtig läuft, dann ist es immer schwierig, dann nochmal gegenzusteuern. Haben wir dann aber in der Halbzeit, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Haben dann auch mehr die Räume angelaufen. Machen dann wieder so einen Fehler, dass wir auf der linken Seite oder auf unserer rechten Seite den Ball verlieren. Unnötig kriegen das 0-2. Beim zweiten Tor wurde ich einmal gut flöten geschickt, das kann ich nicht anders sagen. Aber das ist halt so, wir wurden vorher schlecht überspielt. Wir haben das Problem, dass der Außenspieler nie eindrückt. Dann haben wir die Kette hinten offen und sind bei diagonalen Bälle ganz, ganz anfällig. Bei diagonalen Bällen, Entschuldigung. Und ja, dann ist es einfach eine 1-gegen-1-Situation. Immerhin, Norderstedt steckte nicht auf und kam hier durch Castriot Alia nach 73 Minuten zum 1:2 Anschlusstreffer. Kurz darauf folgte der schönste Eintracht-Spielzug der gesamten 90 Minuten, aber Alia steht bei seinem Tor zum vermeintlichen 2:2 leider im Abseits. Die Gastgeber probierten jetzt aber noch einmal alles. Der eingewechselte Serdar Aydin kommt hier gleich zum Schuss, aber Keeper Katharios krallt sich die Kugel. So blieb es beim 1:2. So richtig ins Spiel gekommen sind wir wohl erst auch nach dem 2:1, das wir dann geschossen haben. Ja, und dann hatten wir halt auch mal ein paar Möglichkeiten einfach, weil auch Bremerhaven, so sah es zumindest aus, auch konditionell ein bisschen nachgelassen hat und wir noch ein bisschen nachlegen konnten. Aber war eine ziemlich schwache Leistung leider. Wir haben nicht richtig gekämpft, im Zentrum ganz, ganz viele Ballverluste gehabt und ich glaube, daran hat es dann gelegen, das war der Knackpunkt. Da haben wir unsere Gegentore bekommen, 2 Stück an der Zahl, war einfach kein gutes Spiel von uns heute. Ich würde sagen, dass wir in der ersten Hälfte ziemlich verschlafen haben, aber in der zweiten Hälfte aufgewacht sind und uns viele Chancen herausgespielt haben und wir auch Pech mit den Schiedsrichterentscheidungen hatten. Und dass wir unglücklich verloren haben. Ja, die Niederlage hätte aber durchaus auch höher ausfallen können, wenn dann Kishi hier nicht an Keeper Neumann gescheitert wäre. Für Eintracht Norderstedt war es die zweite Saison-Niederlage. In der Tabelle bleibt die Bohlen 11 Siebter mit nur 2 Punkten Rückstand auf Rang 3. Maßgabe vom Verein ist es nicht abzusteigen, logischerweise die Regel zu halten. Und das ist auch unser Ziel. Es wird dieses Jahr, glaube ich, wesentlich schwieriger als letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir ja oben mitgespielt, relativ lang und hatten ja irgendwie Chance, auch in die Bundesliga aufzusteigen. Und dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass wir sehen müssen, dass wir so viele Punkte wie möglich, so schnell wie möglich sammeln. Was nehmt ihr euch für den nächsten Spieler vor, außer zu gewinnen? Einfach wieder zu kämpfen, die Zweikämpfe zu gewinnen, ersten Kontakt, Pässe wieder ordentlich zu spielen, weil das ist kein Niveau, auf dem wir momentan sind oder zumindest nicht das Niveau, auf dem wir sein wollen. Beide Saisonniederlagen kassierte Eintracht Norderstedt übrigens zu Hause. Gut, dass es da nächste Woche wieder in die Ferne nach Blumenthal geht.